Hallo und herzlich willkommen zum Unity Tutorial. Heute möchte ich euch etwas zeigen, was eher mehr so in die Richtung UI und ähnliches halt gehört. Das ist wichtig für Inventare und ähnliches, nämlich das sogenannte Scroll View. Ein Scroll View, wer Englisch kann, dann versteht man eigentlich schon im Namen, was das überhaupt ist. Das ist einfach bloß ein kleines Objekt, ein Panel oder ähnliches, wo man halt Sachen reinhauen kann und das Ganze dann scrollen kann. Okay, dafür werden wir natürlich erstmal ein sogenanntes Scroll View erstellen. Nebenbei wird natürlich auch noch ein Canvas und ein Event System erstellt. Dann haben wir das hier ziemlich beschissen gelegen. Das werden wir natürlich erstmal abändern. Setzen das hier auf 0 und hier auch noch auf 0. Wobei wir setzen das einfach mal hier, na, jetzt auf diese Ecke. Schieben das darüber. Für alle, die es nicht wissen, wenn man das hier einsetzt, dann wird diese Pixelhöhe und Breite beibehalten, egal wie sich das Ganze streckt oder auch verändert, der Bildschirm. Hat natürlich dann zur Folge, dass wir ja das Ganze hier, wie soll ich sagen, etwas anders sehen, wenn der Bildschirm etwas sich verändert. Aber das ist auch erstmal egal. Macht es einfach erstmal so, wie auch immer ihr das euch einstellen möchtet. Ich möchte es jetzt halt hier oben in der Ecke haben. Und ja, man kann das natürlich erstmal vergrößern. Das geht hier ziemlich einfach, groß und klein. Das ist, geht auch breiter. Müsst ihr dann halt bei den Positionen gucken, wo ihr es denn hingeschmissen habt. Und das müsst ihr dann halt vielleicht noch ein bisschen abändern, damit es ordentlich zu sehen ist. So, jetzt haben wir natürlich unser Scroll View. Das ist schon mal schön und gut. Da gibt es jetzt aber vielleicht hier und da kleine Dinge, die uns möglicherweise stören. Zum einen könnte uns stören, dass das Scroll View einen Background hat. Also können wir den auch hier entfernen. Das Problem ist, dann ist er noch nicht ganz weg. Wieso? Weil er dieses hier noch hat. Nehmen wir das auch noch weg. Und müsste eigentlich alles weg sein. Das hier müssen wir noch transparent machen. Und jetzt ist unser komplettes System weg. Natürlich können wir das auch wieder einsetzen, das ist ziemlich egal. Diese Mask vor allen Dingen können wir drin lassen. Und ja, wenn ihr es haben wollt, dann lasst es drin, wenn nicht, dann nicht. Ich setze es jetzt einfach mal wieder ein, einfach deswegen, weil wir ein bisschen was sehen wollen und vor allen Dingen sehen wollen, wo es ist. Und ihr merkt schon, es hat hier zwei Scrollbars, also zum Scrollen. Wenn wir das Ganze mal starten, dann seht ihr, es ist nur eine Scrollbar an. Grund dafür ist ganz einfach. Wir haben hier den sogenannten Content. Der Content, den kann man hier leicht noch sehen, ist gerade leer. Wir können den natürlich auch noch vergrößern und verkleinern. Und ihr seht, wenn wir den Content vergrößern und der immer weiter über dieses Element hinausragt, wird natürlich auch die Scrollbar etwas kürzer. Wenn wir das Ganze jetzt starten, können wir das hoch und runter scrollen. Ja, das einzige Problem wird sein, wir können jetzt hier einfach mal was einfügen, nämlich zum Beispiel ein Image und setzen das hier so ein bisschen an den Rand, ziehen das nach oben und orientieren es am besten auch gleich mal hier an diesen Punkt, an dem sich der Content eigentlich orientiert. Dazu werden wir gleich nochmal einen Text erstellen. So, den ziehen wir am besten gleich wieder raus und schieben den ein Stück nach drüben. Das kopieren wir jetzt einfach, Duplicate und ziehen es nach unten. Theoretisch sollte das Image sich jetzt auch nach unten bewegen, was es aber nicht getan hat. Ist aber nicht schlimm. Dann duplizieren wir das Ganze nochmal und wieder bewegt sich das Image etwas eigenartig. Dann ziehen wir es extern runter. Ups, das war falsch. So. Und wir haben unseren Content, wie ihr hier sehen könnt, recht gut gefüllt. Denn es ragt noch gerade so auf dem Content. Es ist halt gerade so auf dem Content noch drauf. Ja, und jetzt können wir das hoch und runter scrollen. Und ihr seht, dass wir hier ein bisschen doof unsere Kamera platziert haben. Die werden wir vielleicht mal etwas drehen, damit wir das Ganze etwas besser sehen können. So.
Ah, verdammt. Habe ich mal wieder einen Fehler gemacht. So. Jetzt können wir starten. Und wir können unser Scroll View ordentlich sehen. Und ihr könnt das beliebig mit Content füllen, auch mit Buttons, mit allem Möglichen. Hauptsache, es ist in dem sogenannten Content drin. Natürlich könnt ihr auch dafür sorgen, dass zum Beispiel halt diese Scrollbars anders aussehen. Da habt ihr hier sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen natürlich die Farbe zu ändern oder halt verschiedene andere Sachen. Wenn wir jetzt das Ganze mal starten, seht ihr, das Ganze ist rot. Wenn man drüber hovert, dann wird natürlich das Ganze hier weiß. Das ist, müsst ihr einfach alles mal ein bisschen ausprobieren, was ihr da so an Farben einstellen könnt. Und vor allen Dingen können wir auch hier Interactable ausmachen, dann können wir es nicht mehr benutzen. Das kann auch möglich sein, dass ihr das braucht. Und was wichtig ist, für Leute, die so ein bisschen den Unterschied von Apple und Windows kennen, was das Scrollen anbetrifft, können hier mal reingucken. Wir haben hier nämlich den Start-Value des eigentlichen, der eigentlichen Scrollbar. Wenn wir den nämlich auf 0 setzen, dann haben wir es nämlich exakt andersrum, dass wir. Ah, nee, es funktioniert gerade nicht, weil wir den Content ein bisschen blöd befüllt haben. Aber theoretisch könnt ihr halt euch aussuchen, ob ihr nach oben oder nach unten scrollt. Das, also ich empfehle eigentlich immer, den Value direkt auf 1 zu setzen, denn 1 ist halt der oberste Wert. Und Number of Steps könnt ihr hier auch noch einsetzen, dass da vielleicht irgendwie sinnvolle Werte für euch rauskommen. Ja, genauso wie die Size halt, die geht auf 1, dann könnt ihr halt nicht mehr scrollen. Oder ihr macht sie halt ultra klein. Allerdings, ja, tut sich die meistens wieder selber durch das eigene Skript wieder regeln. Und dementsprechend, ja, ist das vollkommen euch überlassen. Des Weiteren wird sich hier automatisch auch die Horizontal, einstellen, wenn hier natürlich, was zu weit nach draußen geht. Aber das, passiert eigentlich meistens relativ automatisch. Wir stellen mal den Value wieder auf 1 zurück und gucken einfach mal, dass wir hier den Text einfach vergrößern. So, und starten das Ganze mal. Natürlich wird es nicht direkt aktiviert, deswegen müssen wir nochmal hierher und müssen schauen, ob das automatisch läuft. Wir sagen einfach hier mal permanent und da müssten wir eigentlich auch scrollen können. Wir können natürlich auch einfach direkt draufklicken und damit hin und her switchen. Es ist sehr lustig, wie es dann aussieht. Das ist natürlich auch sehr praktisch für Touch-Systeme. Also falls ihr irgendwas mit Touch macht, könnt ihr da auch scrollen. Einfach hoch und runter ziehen. Müsst ihr nur aufpassen, wenn da ein Button im Weg ist, könnt ihr nicht ganz so gut touchen. Dementsprechend müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viele Buttons da irgendwo reinsetzt. Das wäre nämlich möglicherweise etwas ungünstig. Dann müssen wir jetzt mal hier die Horizontal auch noch einstellen auf so eine Größe. Starten das Ganze. Und wir können es immer noch nicht bewegen. Irgendwie funktioniert die nicht ganz so. Naja, das ist auch eher mehr so eine Scrolloption, die man weniger braucht. Meistens eher die, halt die vertikale Scrolloption. Ich bin gerade am Überlegen, wieso die nicht will. Aber ja, keine Ahnung. Müsste man noch mal rausfinden. Hier noch ein kleiner Nachtrag, weil das Video ist eigentlich schon fertig. Mir ist wieder eingefallen, wieso es nicht funktioniert hat. Ganz einfach deswegen, da bei dem Scroll View ganz einfach der Content nicht nach rechts rüber hinausgeragt hat. Also wir hätten ihn einfach in der Breite vergrößern müssen. Dann hätte das mit dem Hin- und Her-Scrollen auch funktioniert. Aber da der Content halt genauso groß war wie das Scroll View, also von der Breite her, konnten wir natürlich nicht horizontal scrollen.
eigentlich ziemlich einfach das Problem, aber ich habe es übersehen. Tut mir leid. Deswegen der Nachtrag. Also, gleich geht's weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das so das Wichtigste, das hoch und runter scrollen. Und somit könnt ihr es eigentlich ziemlich einfach umsetzen. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil für viele kann das mal sehr, sehr wichtig sein. Allein schon bei der Charakterauswahl oder was auch immer ihr da alles einbauen möchtet. Das geht auf jeden Fall so. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!